Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dota 2, dieses Mal mit Patch. Ich habe schon einige Runden hinter mir, die ganze Zeit liefen Leute, wie gerade der Techies, der sicher wiederkommt. Andauernd flamen, die Leute, sie verkaufen ihre Items, sie geben auf, ich weiß nicht, was los ist. Ich denke, es liegt daran, dass mein Behavior-Score gesunken ist, aber ist immer noch, glaube ich, bei 8000 noch was. Egal, wir haben jetzt Spaß mit Patch, darauf freue ich mich doch schon die ganze Zeit. Also, willkommen zur Runde Sonntags-Dota. Am Dienstag ist übrigens ein Livestream um 17.30 Uhr mit vielleicht Underlords oder irgendeinem anderen Spiel, auf was ich gerade so Bock habe. Alles außer Dota. Und da freue ich mich schon drauf. Der letzte Livestream hat ja wieder richtig viel Spaß gemacht. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Wie sieht's ansonsten aus? Mein Rechner läuft heiß. Es passt schon. Ich muss eh mal schneiden. Bis gleich. Oh, es ist wieder da. Ich habe ihn gerade gefragt, also er hat Farmpriorität hier ein bisschen, aber ich habe ihm gerade gesagt, dass wir uns ein bisschen zusammen draufschlagen auf die Creeps. Mit ein bisschen Farm kann ich auch was anfangen. Wir versuchen jetzt zusammen irgendwie hier Last zu kriegen, weil Void ist halt echt mit Quelling Blade schwierig beizukommen mit einem Poke und mir. Das Ding ist aber, wir beide haben relativ viel Attack Damage. Ja. Ja, I'll focus on the nice for sure, but. Jetzt habe ich leider schon meinen Skillpunkt benutzt, weil ich sonst nämlich immer Hook mache und es dann bereue. Okay, vergiss es. Vielleicht kriegt er den mit dem Orb. Okay, ich habe meine gesichert und er hat seine. Oh, wir haben beide die bekommen. Schön gespielt vom Puck auf jeden Fall. Das Duell gegen den Void wurde gewonnen. weil normalerweise skill ich dann immer Hook, lass mich hinreißen und dann habe ich nicht mehr 10 HP-Regeneration auf Level 1 und das will man ja haben. Ich glaube, ich gehe sogar Quelling. Es ist es trotzdem wert, auch wenn ich ihm versuche, Farm zu lassen, ist es das wert, meiner Meinung nach. Man kann es ja auch wieder verkaufen, es sind 100 Gold und es kann öfters mal ausmachen, ob wir einen Deny oder einen Lasted kriegen oder eben nicht. So, ich ziehe die auch mal auf unseren Range Creep. Nicht geklappt, sehr gut. Ein bisschen. So, den kann er so haben, den kriegt er. Ist halt gerade zu nah am Tower für meinen Geschmack, um da viel zu reißen. Ah, das Gift ist halt auch echt stark gegen mich. Ich habe halt Armor 0, ne? So. Und ihr seht, wie viel Schaden ich einfach nehme. Alter. Alter! Wie er auch hinterher rennt. Alter! Dieses Poison ist so stark auf Level 1, ne? Dazzle ist echt so stark zurzeit auf Level 1. Er hat viel Schaden dadurch genommen und der Puck scheint mir relativ gut zu spielen. Das stimmt mich optimistisch. Meine Strategie ist ja auch, immer wieder dagegen zu recken mich. Aber das ist schon. Oh, mein Quelling ist nicht auf dem Hotkey. Das hat mich gerade ein Auto-Attack zu viel gekostet. Okay. So viel auch zum gemeinsamen Lasted. Wir haben gar nicht den Space für sowas. Dazzle too strong. Irre. Ein Gift, ne? Da kommst du da nicht weg. Wahrscheinlich bräuchten wir jemanden mit einem Stun dafür. So, da habe ich nochmal einen Lasted geholt. Wir nehmen, was wir kriegen können. Und jetzt kommt hier eine dicke Wave. Den hat er. Ich weiß nicht, ob er die. Okay, hat er so geholt. Okay, den hat er auch. Ich versuche ihm nur ein bisschen zu helfen. Den hat er auch bekommen. Da helfe ich ihm nicht. Den hat er auch. Den hole ich. Okay, das war nice. Ich habe jetzt Hook. Vielleicht kann ich einen Überraschungshook starten. Aber jetzt nicht. Sorry. I'm gonna buy a bottle. Ja. Wir haben ziemlich viele Lasts unter dem Tower bekommen. Das war ganz gut für uns. Endlich mal wieder ein normales Spiel. Ich glaube, durch mein gutes Verhalten gerade, die letzten Spiele, wo immer Leute gegrieft haben und ich nicht geflamed habe, bin ich wieder ein bisschen hochgekommen eventuell. Weil der Typ ist höflich, er spielt auch gut. Ich hatte auch deutlich schlechtere Mitspieler ein paar Mal. Und Gegenspieler. Ja, ich kann hier gerade nichts machen, also ich kann nicht reinhucken oder so. Vielleicht skill ich sogar meinen Passive auf Level 2 einfach. Ah, hat beide getroffen. Heute ist halt ein blödes Ziel für mich. Aber der Hook war ganz gut auf jeden Fall. Wir haben viel Region. Leider noch kein Rot. Aber ich glaube, er könnte ihn kriegen. Ja, der hat getroffen. Ah, da war noch der Stick. Fällt mal den Void ein bisschen auf. Ich glaube, ich kann mich sogar solo mit ihm anlegen, solange ich kein Gift drauf habe. Na, er kann hüpfen, aber er kann. Ah.
Nice, da haben wir ihn doch. Ich gebe ihm schon mal einen Tango, weil ich regiere mich eh durch. Und ich habe auch noch Mangos. Oh, es macht so Spaß, mit jemandem zu spielen, der spielen kann. Es ist so angenehm. Ihr könnt den Kontrast nicht so nachvollziehen, glaube ich. Aber für mich ist es gerade super. Ich werde tatsächlich... Ich glaube, ich gehe nicht Tranquils. Ich gehe Faceboots. Ich finde Faceboots einfach zu super zur Zeit. Und Patch freut sich auch über ein bisschen Armor im Early. Bisschen Movement Speed und den ganzen Kram. Ja. Ich gebasht leider. Oh nein! Oh nein, Alter! Oh, ihr basht mich so hart. Alter, er hat mich so hart gebasht. Und er ist auch noch vor meinen Hook gerannt. Er hat einen Kill, ist in Ordnung. Aber die Bashes, ey. Wie viel Chance ist es? Er hat es, glaube ich, auf 2. 16%. Er hat mindestens zweimal gebasht. Okay, da gehen wir nicht hinterher. Aber das ist okay. Der Trade, den nehme ich schon noch an, tatsächlich. Und wir haben uns auch ganz gut stabilisiert auf der Lane. Ja. Ich wollte gerade auch sagen, dass ich zu den Runes gehe. Aber ich warte noch eine Sekunde zumindest. Noch ein bisschen Zeit ist ja. So, er kriegt hier die Last Hits. Muss auch ehrlich sein, hätte ich nicht gemerkt, dass der Typ spielen kann, hätte ich wahrscheinlich versucht, ein bisschen mehr Last Hits zu nehmen. Aber so ist das in Ordnung. Und dadurch, dass ich einen Kill bekommen habe, brauche ich auch aktuell nicht mehr so viel mehr. Ja, wir können sie hier vorm Tower halten. Ember holt die eine E. Ich hole schnell die da. Okay. Ah, Bottle, ja. Wait. Soll er die nehmen? Da wollten sie ihre Bottles füllen. Ihre Fläschchen. Oh, zu langsam. Hol ich mir meinen Creep hier. Einen gönnt man sich. Ich will die Wave nicht so tief pushen, aber ich hol mir zumindest die Nice, glaube ich. Kriegt er den? Das ist gar nicht so leicht. Ja, hat er, glaube ich. Nicht sicher. Was soll ich skillen? Ich glaube fast die Region noch auf einen höher. Das ist schon echt gut. Das hält sich auf 9. Stärkebonus. Ha. Ja doch, ich skill's mal auf 2 zumindest. Auf 2 skill ich's. Ich werde mir auch gleich eine Chainmail holen. Oh, ich wollte den holen. Ich frage ihn gleich, glaube ich, mal nach ein bisschen Farm. Weil ich hätte gern die Chainmail, bevor die wieder da sind. Ah, der war unmöglich. Vielleicht nehme ich den da. Yes! So, das reicht. Ich hab sie gleich. Wir können ein bisschen pushen. Cutterwave. Nach wie vor Miss. Der ist oben. Void ist auch Miss. Vielleicht ist Void im Jungle, weil er nicht so richtig Lust hat, ohne seinen Dazzle auf der Lane rumzugammeln. Das Cutter müssen wir halt beschützen, aber das schaffen wir sowieso. Die Wave ist schon wieder da. Okay, nice. Kriegen den Tower. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, dass wir ihn so schnell kriegen. Void ist Mitte, Level 4. Ah, den einen, hätte ich den einen Attack nicht gemacht, hätten wir ihn bekommen. Also den Last Hit ist ja nicht so schlimm. Wir gehen hier hin. Gönnen uns eine Chainmail. Ich bleib mal noch... I think I should let you alone now. Yeah. Ich glaube halt nicht, dass ich viel in der Mitte machen kann, ehrlich gesagt, aktuell. Ich habe nicht mal die Faceboots fertig. Das ist eine Haste. Do you want it, Ember? Oh, never mind, I take it. Heist. Ist ganz gut gerade für mich. Yes. Den kriegt er doch wohl. So, ich wollte halt den Kill nicht nehmen. Deshalb. Und die Ace hat es gerade aber schön für mich geeignet. Und der Ember ist wieder glücklich. Der Ember ist wieder glücklich, Freunde. Ne, der muss nur mal einen kleinen Motivationsschub vom guten Henry geben. Und dann läuft es wieder. Da scheinen Minen gewesen zu sein. Ih, wir kommen auf die Techies Lane. Ist ja widerlich. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Oh. Sorry, I wasn't sure if you get him. Das war voll faschiges Englisch. Das ist immer so eine Umstellung vom Deutsch reden. We're on top. Ich überlege gerade, wie ich am besten meine Faceboots komme. Aber ich gehe jetzt nicht Base, ich gehe wieder Mitte. Die Rotationen stimmen schon. Also, ich habe damit nicht. Ich glaube, ich habe gerade den Creep geklaut. Aber. Den Creep nenne ich ihn schon, den Dazzle. Ja.
Okay, dann nehme ich es einfach. Habe ich wieder Mana. Regeneration. So, machen so. Ich weiß nicht, ich sollte gegen Techies nicht zu viel rumeiern. Ich dachte, wir pushen jetzt die Mitte hier. Ich war schon so glücklich darüber, dass wir jetzt gemeinsam hier den Tower bearbeiten. Aber immerhin haben wir den Fortify noch durchbekommen, obwohl wir da kaum Schaden gemacht hätten. Das ist doch schon mal was. Er kommt auch Mitte gerade. Interessant, weil hier eine große Wave ist. There's a lot of farm bottom. Okay, TP-Patch. Ah, ich habe auch gerade schon überlegt. Ich wollte noch ein bisschen warten, bis er näher kommt. Oh, der ist. I'm coming. I'm so happy I didn't hit. She's strong. Oh, die wird mich töten. Wahrscheinlich. Mal gucken. Noch ein bisschen. Oh, schöne Ulti. Ah, er hat ja schon. Ja klar, er ist ja schon 6. Dann wird sie mich nicht töten. So, den gegen Rest kann ich mich regenerieren. Gut, dass ich sie nicht getroffen habe. Dahin kann ich nicht CPen zum Schreien. Ich bin fast 6 bei 10, aber ich hole mir, glaube ich, trotzdem den Turm. Es gibt ja 2. Meine Standardausrede. Da hinten war gerade die TA. I don't think she's alone. Ziemlich sicher, dass die Leute da sind. Ich sehe gerade wenig auf der Map. Jetzt sind 2 aufgetreten, aber hätte trotzdem sein können, dass sie Unterstützung hat. Der Rubik holt hier gerade die Runen. Das heißt, ich muss da gar nicht hin. Ich kann mal kurz hier farmen. Wir haben Ulti. Wir holen uns noch einen Tome. Ich brauche sowieso XP. Mit der Ulti haben wir auf jeden Fall noch mehr Killpotenzial. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleiben kann. Wahrscheinlich sollte ich gehen, tatsächlich. Ich muss eh mal unbedingt meine Faceboots holen. Aber ist so lecker, der Farm, wisst ihr? Ich kann nicht widerstehen. Der eine geht noch. Tower ist ja weg, sie brauchen lange hierher. So. Ist mein Zeug eingeladen? Ja, ganz vieles eingeladen. Tom fliegt gerade zum Rubik, wir gehen in die Nähe. Oh, wir können ein schönes, spaßiges Patchgame haben. Wenn man am Anfang nicht untergeht, gerade als Position 4, ne, ein bisschen was bekommt, dann ist es doch immer sehr, sehr nice. So, jetzt mit den Faceboots bin ich deutlich mobiler. Was freue ich mich? So. Ich denke, es ist ganz gut. Rotter ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich skill Rotter mal noch eins höher. Gerade auch gegen sie hier. Aber ohne jemanden kann ich halt nichts machen. Ich würde sie gerne jetzt töten oder versuchen zu hooken, aber ich bin alleine, also gehe ich lieber dahin, wo sich die Leute hinkonzentrieren. Ich hoffe, da sind nicht zu viele Minen. Na super. Hier war schon mal eine. Oh! Damn. Warum kämpfen Leute immer da, wo Techies alle Minen hinlegt? Ist ganz oft so. Ich könnte da jetzt hin, aber wir verlieren so viel Farm auf den Lanes durchgängig. Ist halt so krass, dass wir die ganze Zeit Top-Lane farmen, aber wir kommen ja damit durch. Mal sehen, ob die hier jetzt noch viel macht. So, den Farm habe ich geholt. Ich pushe jetzt aber nicht weiter. Ich mache zu wenig Tower-Damage. Ich versuche hier was abzufangen. Ich hoffe jetzt einfach darauf, dass die meisten Minen weg sind. GD ist tot. Nice. Ich glaube, die Gegner können es auch nicht fassen, dass sich so viel um die Top-Lane bewegt. Ich hätte tatsächlich Mitte bleiben sollen. Aber ich war mir sicher, vielleicht wäre einer mit wenig Leben weggekommen und durch die Faceboots kann ich mich halt ganz gut über die Map bewegen. Ich kann mir vorstellen, dass ich Dagger Rush in dem Spiel, auch wenn ich es eigentlich nicht so gern mache zurzeit. Könnte auch eine frühe... Ah, ne, ich glaube, ich kaufe eine Hood in dem Spiel. Ich habe zwar zurzeit ganz viel Physical bekommen, aber allgemein ist eine Hood hier schon ordentlich. Man braucht beides. Man braucht Armor und man braucht eine Hood. Dude, mine was empty. Look at my mana. Und jetzt der Patch und ein Kill. Einen Creep für Patch. Gegönnt. Okay, Zeit für Level 3. Puck. Ich glaube, viele lassen den auf 1 zurzeit sogar, aber ich mag es einfach gerne, ihn zu skillen. Do you see bottom? We fucking destroyed them. What are you talking about? It's all good, guys. We're doing just fine. Ah, hätte ich von Hook versuchen können, ihr habt den zu spät Jesus gesehen. Man. Oh. Ah, ich dachte aber ich. Okay, ich habe gerade Voice Deutsch geredet. Er ist trotzdem, glaube ich, tot durch das Rot. Müsste reichen, ja. Ich dachte, er weicht aus, wenn ich da hucke.
sorry, Amber, I thought you go away. You know. Can. But nice chains. Yeah, I fucked up too. Forward. Okay. And I accidentally bought, so now I have to go Yulz before Blink. Go Schwein and Invoker maybe? So, müssen uns ziemlich beeilen. Ich muss den Hook, glaube ich, treffen. Sonst ist der da raus. Wir haben da noch einen Ward. Ich meine, er wird mich jetzt sehen, aber was soll ich machen? Vielleicht rechnet er nicht damit, dass ich ganz schnell da bin. Und der Ember. Nee. Zu vorsichtig. Wir nähern uns der Hood, Leute. Zum Glück haben wir wenigstens die TA bekommen. Da gerade. Weil wir haben ja schon Fett auf die Fresse gekriegt, damit der Krone und allem. Das hat schon wehgetan. Selbst hätte ich den Hook getroffen, also es wäre besser gewesen, der Kampf für uns, aber es wäre jetzt nicht, dass wir ihn dadurch definitiv gewonnen hätten. Es war einfach nur, er wäre halt besser gestanden dann, nach den Chains. Ich dachte, er macht die Chains als Setup für mich. Hat er, glaube ich, auch eigentlich gewollt. Ich glaube, er hat sich so entschuldigt. Ja, wir skillen mal. Wir skillen hier so hybridmäßig. Einfach alles so ein bisschen hoch. Das passt in dem Spiel. Ich will auch viel HP-Regeneration, das ist hier schon nicht schlecht. Er hat natürlich deutlich gern ein bisschen mehr hier. 2-1-4 ist relativ wenig für Patch. Oh. Er ist Invis, lass ihn mal vor. Hier liegen Minen. Tja. Unsere Rotationen funktionieren aber auch nicht. Wir versuchen immer was zu finden. Invis Pack hat echt Killpotenzial. Na. Ist der tanky. Und da hat er sie. Why did he activate it so late, man? He didn't get XP. He was silenced and then. Ah, wait, man. He was spamming. Stimmt, er war ja. Ich hab ihn ja noch geultet, deshalb. Aber ich dachte, er macht's früher. I just thought he'd activated way earlier, but. Ja, yeah, he was silenced. Yeah. Er wurde davor vom Pack gesilenced, bevor ich ihn geultet hab. You're a little bitch, you know what? Der Ember nervt ihn richtig. Es stimmt natürlich, darauf zu springen. Aber es war auch, dass er genau hier seine Minen hat, war nicht klar. Wir hatten davor da einen Kampf, ne? Es war nicht klar. Kann's versuchen. Toplane sehe ich gerade nicht viel, was man machen kann. Gerade der Jug sollte einfach allein farmen. Die TL ist in eh allein, seht ihr? Die ist schon gegangen. So, wir haben jetzt die Hood hier. Hätte ich gerne davor gehabt. Aber die Minen sind weg. Das war die Strategie. Minen sind weg. Mir ganz sicher, dass es das jetzt hervorragend funktioniert. Okay, Mitte Tower ist okay für einen Rubik. Vielleicht geht noch was. You can take it. Okay, we got mid, that's fine. Maybe we get more. Let's go. Oh shit, der ist runtergesprungen. Den Dazzle haben sie eh. Ah, ich geh zum Dazzle, sonst krieg ich gar nichts mehr. Hook. Okay, nevermind. Er hat den eh schon gestunt. Ich musste da sofort hucken, weil ich nicht wusste, ob sie noch einen Stun haben. Wir nehmen den XP-Gain hier auf jeden Fall. Tatsächlich. Wir können farmen hier. Will er nicht. Okay. Ich habe so viel Mangos, ich versuche gerade schon mein Mana irgendwie loszuwerden, aber... Interessante Runde. Normalerweise brauche ich immer deutlich mehr Mana mit Patch, aber es ist ein sehr defensives Spiel. Aber es liegt auch daran, die Gegner sind halt bereit. I can TP. Alle vier, ey. Und deny. Your bottom tower has fallen. So, machen das Ganze. Oh nein. Ich hätte fast noch gehuckt aus Panik. Der Tornado war, glaube ich, zu kurz. Das war wunderschön. Jetzt gehen wir die Region auf 4 tatsächlich. Mann, der hat aber auch überall seinen Shit, der Techies. Warum muss ich immer gegen Techies spielen? Oh Mann, ey. 800. Holy fuck. 800 Gold. Ich hasse es, gegen Techies zu spielen, Mann. Und er, glaube ich, noch mehr, der Jug. Ich glaube, er noch mehr. Okay. Als nächstes brauche ich entweder Dagger oder Blade Mail. Ich glaube, ich gehe als nächstes Blade Mail. Ich glaube, ich brauche hier keinen Dagger gerade. Ich kann leider nicht TP'en. Coming Bottom. Maybe can surprise him.
Oh, I can save you. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist hier. Void. Oh. Das war's wohl für uns. Ich kann nur versuchen, das hier noch zu machen. Vielleicht kriegen wir sie. Nee. Oh, ich hätte mich fast denied. Aber das Gift vom Dazzle. Ja. Oh, alle waren da. Ich habe Void oben gesehen und habe mich dadurch zu sicher gefühlt. Was geht's? Wie es geht beim Void? Ey, er kriegt sogar den Kill, Mann. Shit, so knapp mit dem Jules. Ah, ich dachte, wir haben sie fast getötet, aber sie waren halt auch wieder alle da, ne? Die Gegner spielen wirklich, wirklich on point bei sowas. Ey, sie sind immer dahinter. In einem Public sehr ungewöhnlich. Es könnte sein, dass es ein Stack ist. Könnte sein, dass es ein Stack ist. That's all I see you do. Cat, kein das. Kein das. Ich sollte mal das kaufen. I'm tipping her. Ich hätte noch Hood aktivieren können, oder? Da haben wir doch uns einen an die Angel geholt. Nicht mal das gebraucht. I'm going. Ah. Ich glaube, den kriegen wir. Oh, I will ihn wirklich. Oh, nice. I'm hooking. Hm. Ich treffe. Nice. Oh, er hat noch Jules. Das war gut, das Jules. Okay. Da hat's doch mal gesessen. Jetzt hat's funktioniert. Kleiner Feed, gebe ich zu. Aber danach? Ach, Patsch, Mann. Immer ein großer Spaß, dieser Held. Irgendwie hat er mir den letzten Kill gegeben. Ich dachte, er nimmt den. Aber es war krass vom Ember, dass er da so rein ist, war gar nicht so schlecht. Ich war mir nicht sicher, ob das schlau ist, ehrlich gesagt. Versucht er das? Nee. Mach das so, ey. Kein Bock, gegen den Voiter zu verrecken. Man kriegt seinen Mana wieder, wenn man das macht. Und ich kaufe auch schon mal einen, ey. Ich kaufe auch schon mal einen, Leute. Ich brauche noch ein bisschen Armor, deshalb ist es gut. Wir haben schon recht viel Leben, wir haben eine Hood. Wir brauchen noch ein bisschen Armor, die Blade Mail eignet sich. Ich hätte hingehen können, aber ich hatte Angst. Wenn er mich Chronot, ich weiß nicht, ey. Vielleicht hätte ich einfach verteidigen sollen. Ich hätte auf jeden Fall einen Deny bekommen mit dem TP. Wollte auch so ein bisschen beim Team bleiben und alles. Aber hier ist gar nichts ausgebrochen. Gut, haben wir den Tier 1 verloren. Irgendwann passiert das. Ich mag es nur sehr, wenn man die denied persönlich. Schon viel. Oh, I will. I don't know, man. It's really deep. It's probably warded here. We need to smoke. Ich würde so gerne mein Item abwarten. Eigentlich kann man die auch zerstören, aber yeah, ich renne immer einfach weg. Geben wir dem Farm, den Techies damit. Was für ein Fehler. Na super. Da ist der nächste hochgegangen. Okay. Da tippen wir jetzt hin. Ich kann die Blade Mail nicht mehr abwarten, leider. I've dust. I've dust. Just kite them, kite them. Good hook. What? Ich hab doch Vision verloren. Ah. Oh, he bashed like crazy again. I think I lost vision, sorry, I walked. Yeah, very good, very good. Es war super. My play. Es war natürlich trotzdem super. Der Hook war auch gut, auch so noch. Aber ich dachte, ich kann ihn ulten, aber ich glaube, mein Held ist runtergelaufen, durch Auto-Attack aktiviert oder sowas. Und dadurch habe ich kurz keine Vision gehabt. Aber macht ja nichts, das war in Ordnung. Stirbt er? Ich hoffe nicht. Nee, er stirbt nicht. Hat er noch was? Er hat noch Disarm und gleich wieder Lift. Okay, er geht. Okay, wir haben Roche verteidigt, wir haben viele getötet. Das war das, was wir gebraucht haben. Hätte ich doch nur Blade mehr gehabt. Ey, aber der. Vielleicht kommt es nur so vor, ne? Als Zuschauer sieht man sowas mehr als Spieler, weil man sich noch auf anderes konzentriert, natürlich. Aber mir kam es so vor, als hätte er schon wieder gebasht wie ein Großer. Er hat glaube ich, schon wieder gebasht, ey, wie ein Weltmeister, der junge Mann. Unfassbar sowas. Richtig gemein. Vor allem, es war ja knapp. Ich habe nicht mehr viel lange leben müssen. Ne? Dazzle war noch mit dem Poison dran, aber ein Bash weniger. Und ich hätte auf jeden Fall noch eine Sekunde meine Ulti durchbekommen. Und es macht so viel, weil ich bin jetzt von den XP voll am Arsch. Ne? Hier, seht ihr? Weil ich habe den Kampf. Ich war das Opferlamm des Kampfes. Und der Turm ist gekauft. Und das tut weh.
Ich will nur schnell die Blade Mail farmen. Wir haben ja die Trap da drin. Die Mine von Rubik. Okay, wir haben sie. Nice. Soll ich es im Sideshop versuchen? Ich glaube schon. Ich glaube, ja. Krone müsste noch auf Cooldown sein. Und die eine Wave noch ganz schnell. Der Mod auf 4. Was kostet der Spaß? Außer mein Leben. Okay, das ist schön. Das freut mich. Wir haben nach diesem bitteren Kampf zumindest unser Item bekommen. Also bitter für uns, fürs Team super. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Genau so ein Spiel habe ich mir auf den Sonntag nochmal gewünscht. Ey, nach den ganzen Blöden, die ich hatte in letzter Zeit. Versucht da hinzukommen, natürlich. Nein! Oh. Ey, die Bashes, Mann. Ah, oh, ich hätte zum Schrein tippen sollen, aber egal. Fuck. Hätte ich den Hook getroffen, wäre es besser gewesen, natürlich. Der Void macht immer mich, ey, und trotzdem verlieren wir die Kämpfe. Ich kann noch laufen. Keine Ahnung, ich glaube, der Ember kann da nicht lange aufhalten. Ich weiß nicht. Jug war eben nicht dabei, ne? Jetzt hat er Omni-Slash. Das war davor auf Cooldown. Wir haben keinen Dust, aber er geht nicht Invis. Okay, jetzt. Ne, er ist nicht Invis. Hm. Okay, wir haben Jug. Wir haben Invoker. I'm coming. Okay. Ich glaube, der Void ist oben. Oh, ist gefährlich hier. Bisschen zu schwer, den Blade mehr aktiviert. Falscher Hotkey gewesen. Tick mehr Schaden machen können. Ich muss zum Schreien. Ah, Gott, Gem. Oh, wir haben das Gem. Oh Gott, ich war gerade richtig konzentriert. Ich dachte, ich kann doch was reißen, wenn ich den Schrein einfach schnell aktiviere, aber dem war nicht so. Lifesteal, ich nehme hier den Lifesteal, denke ich. Aber erst den Hook auf 4. Ach, ich habe beides, okay. Oh, wir sind nicht gestorben im Kampf. Ist halt auch immer so eine Sache, ne, wenn man den Frontliner spielt. Who wants Gem? I don't want to carry it. I can take it. Okay. I might lose it before I have A on this one. Yeah, but still, I think it's better on you. I will die a lot. Yeah. Ich geb dem Puck das Gem. Falls ihr das Englisch nicht mächtig seid. Nullifier instead. Dude, go Nullifier instead of Radiance. Er redet nicht mit mir, er redet mit irgendjemand. Ja, irgendjemand gibt Radiance und das gefällt denen gar nicht. Hier, der Jug. Der Jug geht Radiance, ey. Ja, irgendwie. Jugger, can you hear me? Voll, er hat schon. Ja, er sollte nur Nullifier kaufen. Nullifier ist auf jeden Fall besser. Damit könnten wir das retten, dass er den Sacred Relic geholt hat. Aber ich glaube, wir müssen damit leben. Ich glaube, wir müssen damit leben, Leute. So, ich gehe mal kurz den Pack das Gem geben und dann. Weiß ich noch gar nicht genau, was ich mache. Oh Mann. Rot angezündet, der Konter. Ich kann leider nicht mehr hoch. Ah, kein TP mehr. Irgendjemand hat. Ah ne, ich wollte gerade sagen, einer hat eine Pipe, aber so meine eigene Hood, die lief immer noch. Ich dachte, die wäre schon lange ausgelaufen. Hood könnte ich auch noch kaufen demnächst, tatsächlich. Ah, schade, er hat ihn nicht getroffen. Da ist er nicht. Okay. Ich gehe auch zurück. Yes. Oh. Die Kämpfe sind immer ganz gut. Sie sind immer ganz gut. Ich habe auch noch einen Dust. Was ein Spiel, Mann. Da muss man wirklich aufpassen. Gerade mit so einem Patch. Wenn die Hooks nicht sitzen, dann ist der Kampf eben auch durch schnell. Na, wenn ich nicht irgendwas kriege. Ich muss auch darauf achten, dass ich nicht irgendwie eine Linkens... meine Ulti nicht auf eine Linkens mache. Das kann auch passieren schnell mal. Gerade wenn man gute Hooks macht und ein paar Leute killt, wie gerade den Invoker, dann kann es sein, dass sie danach ein Item dagegen holen sich, weil sie darauf keinen Bock mehr haben. He's right, man. You need to carry. Oh, at Radiance Battle Fury.
Lightning. I don't think he's listening to anyone. Yeah. Maybe we can pull off some Ember Carry game with Battle Fury and stuff. Oops. I mean, Jug is pretty farmed. He's yeah, that's true. Yeah. He will be strong, but. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Er farmt ja auch durch die BF plus Radi total schnell. It's not super bad. Ja, Puck und ich sind einer Meinung. Okay, schöner Smoke. Ich bin immer noch unentschieden. Ich glaube, ich mache erstmal die. Ah, Kurier fliegt gerade eh. Da mache ich die Pipe noch nicht fertig. Vielleicht gehe ich echt hart. Leute, ich glaube, ich habe einfach Bock. Na, wir brauchen eh die Frontline, Leute. Wir brauchen die Frontline. Wenn ich hart gehe und dann. Mit hart kann ich halt immer auch in den Minen stehen, ohne zu sterben. Okay, mein Smog ist noch da. Na, er kann mir damit gar nichts. Oh, ich wollte die gerade zerstören. Das war ein Fehler, aber es ist nicht so schlimm. Ha! Die Chrono, Mann! Die Chrono! Blade Mail am Start! Oh, nicht gut. Überlebe ich das? Ja. Tatsache. Tatsache. Oh Mann, bei Lugmann. Nein! Nein! Oh, ein Tick zu weit gelaufen. Ich hab's nicht gehört. Ich glaube, weil ich geredet habe. Ich hab's nicht gehört. Ah, nee. No, nein! Ich hab's nicht gehört, ey. Die Mine. Oh, es ist bitte an die Grenze von der Mine gelaufen. So unglücklich. Ah, ja. Ich hab's gesehen sogar bei ihm. Aber, wir haben viel ausgeglichen, weil A war die Chrono schlecht. Dadurch haben wir die TA gut getötet. Ich bin trotz des schlechten Nooks noch an sie rangekommen auch. Und das zweite war, meine Blade Man hat sich gegen Void ausgezahlt, dass sie ihm wirklich Probleme gemacht hat. Mann, ey. Oh, wie traurig. Ich glaube, ich brauche noch mehr Armor auf jeden Fall, aber ich gehe erst trotzdem hart. Ich brauche einfach Leben. Ich muss vorne stehen. Alter, oh Gott. Er hat noch Manta, aber das, ja. Run, run, Rubik. Oh, das könnte sein Ende sein. Er versucht wegzublast, offen. Oh. Oh, die Kombo. Schön gespielt von Puck und Ember. Und er hat tatsächlich noch überlebt. Das war richtig nice. Ah, leider kein TP gerade. Oh, ich komme nicht drüber weg. Ich wäre da so gerne rausgekommen. Ich habe mich so gefreut, dass ich rausgekommen bin, noch knapp. Ne, ich habe nicht noch Mango Hood gemacht und dadurch habe ich weniger Schaden durch Meteor bekommen. Ich hatte gehofft, dass es reicht. Es wäre ganz gut gewesen, ey. Hätte ich mich schon drüber gefreut. Aber gut. No, he didn't. Kommt das TP? Das ist halt ein Solo-Kill gewesen. Oh, easy für den Henry. Gott, hab ich mich erschreckt. Das ist Ember. Hm. Ah, ah, er kommt raus. We should back. Ja, huh? Yeah, we can't get him. Ja, ja, go back. So, ich ruhe mal kurz um die Lane. Push das da raus. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Wir haben die BKB und die Krone rausbekommen. End BKB. Okay, ja, for sure. Ist cool, wie der Ember mittlerweile voll nett geworden ist. Ich gebe ihm die 180 GPM hier. Ich will das hart. I'm just going full tank mode. Hope that's correct. Ja, ja. No, just go tank. Full on tank. Yeah, I think I should tank, honestly. I think you can be really strong late game, Ember. I will get armor afterwards. I have some through blade mail and face boots. No, I don't agree actually, but okay. I can try AC now, but I will survive more with heart right now. Because I can go in front against Techie's mines and stuff. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Ich hab ja Armor, hätte ich gar keine, wäre es richtig. Aber ich brauch Leben, aber ist egal. Der ist tot. This TA is so bad. Nicht, das Grave war ultra edel.
No. Ah, my bad, my bad. Das war doof. Ich wollte ihn natürlich nicht treffen, sondern den Dazzle. Aber ohne meinen Hook ist er halt raustippet und deshalb. Und da ist er tot. Ich brauch Hart, Mann. Ich brauch Hart, Leute. Ich weiß es. Ich brauche auch die Region davon. Ich habe eh schon genug. Ich brauche die Region. Ich brauche Hart. Aber das sollte ich vielleicht nicht machen. Vor Buyback. Also ich kauf's in einem Stück dann. Obwohl, den behalte ich mal. Aber die beiden. Ach, da hab ich's eh nicht mehr. Egal. Ich farm kurz Hart. Der Ember. Stimmt, Ember tot und wir haben es trotzdem geregelt. Aber die Gegner waren ja auch schon, ne, die haben ja auch ihren Kram nicht mehr komplett gehabt und so. Das kam uns da zugute. Wären die in voller Stärke mit allen Cooldowns, dann wäre es schwieriger geworden. Ich brauche in dem Spiel Hart, Leute. Ich kann es ja mal erklären. Was er meint, ist schon richtig mit der Armor. Aber ich habe ein bisschen Armor, was erstmal auch reicht. Und ich brauche die Region, weil es geht nicht nur um den Void, sondern um den ganzen Magic Damage, den sie haben. Und um den Initial Burst durch Techies Minen und so. Und mit einem Hart kann ich immer vorne stehen. Und wenn er es hochgehen lässt gegen mich, dann ist, macht das nichts. Ah, er hat's abgebrochen. Gut gespielt von ihnen. Von den Gegnern. Sind beide rechtzeitig raus. Und Ember ist wieder gestorben. Ja, Chrono ist halt auch Hart. I'm out. Yeah, I don't have any mana. You want Cures or Shivas, guys? Okay. They get Shivas. Shivas is fine. Ah, okay. Oh, okay. Er hat Shivas. Alles glaube ich nicht gesehen. Warum ist der Shivas gegangen? Er hat so ein seltsames Item. Ich wäre auf jeden Fall auf Carry gegangen an seiner Stelle. Aber okay, egal. Er will wahrscheinlich einfach überleben. Er ist halt super sauer, weil er die ganze Zeit stirbt. Deshalb will er unbedingt, dass ich QS gehe. Die Wahrheit ist, er will gar nicht, dass ich mehr Armor habe. Er will einfach selber leben. Er will leben. Also gehe ich QS. Mal sehen, ob ich die überhaupt noch bekomme. Als allererstes kaufe ich mir auf jeden Fall dann die Plate Mail. Arcanery. Ich kann versuchen, ihn zu beschützen, aber so ist halt immer schwierig. Ah, fuck. Zu schnell. Das können wir nicht erreichen. Das haben sie gut gemacht. Aber ich meine, ohne Ember ist auch schwierig für uns. Er ist halt viel länger tot gewesen als die, also war ein guter Call von ihnen, dann Roche zu machen. Aber selbst hätten wir da versucht zu kämpfen, es hätte das Spiel entscheiden können, weil wir dann 4 gegen 5 kämpfen ohne unseren Ember. Ne, das geht natürlich nicht. Wer hat das? Ja. Fuck, jetzt ist unser bestes Ziel weg. Sie haben auch noch dem Richtigen des Aegis gegeben. Wäre sehr glücklich gewesen, hätte der Void das genommen. Ich suche gerade meine Dings. Ah, Techies ist gerade nicht da. Einer seiner großen Nachteile. Vielleicht geht was. Ich versuch den. Nein! Oh, nein! Kein Mana durch das Dings. Ich versuch zu tanken. Ich bin auf jeden Fall tot. Oh, hatte ich noch Mana? Doch. Oh, ich hatte wieder Mana für Blademail. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich hab Buyback. Ich werde tatsächlich buybacken müssen hier. Sonst werden sie eh pushen. Ich hol die Haste. Ich hol die Haste. Und dann gehe ich da rein. Gleich habe ich Blade Mail. Deshalb mache ich das hier. Hat noch Cold Snap drauf. Ah, ich habe nicht getroffen. Fuck. Oh, das Buyback aber, ey. Ich nehme nicht die Dismember. Es funktioniert eh nicht. Es wird eh abgebrochen. Und selbst wenn Dismember durchgeht, ist er so oder so gut. Ja, gerne. Alter. Ja, er hat den Void getötet noch. Und ich habe nämlich die TA jetzt bekommen. Weil Aegis war da vorher weg. Und die Tankiness plus Blade Mail hat da richtig viel geregelt. Wir müssen eben voll einfach, wir müssen einfach vorne stehen. Deshalb, das Hart hat schon richtig Arbeit geleistet. Natürlich hole ich mir jetzt noch schön Armor. Dann halte ich nochmal viel, viel mehr aus. Ich frage mich, ob er Buyback hat. Ich tank jetzt hier einfach. Selbst wenn Techies Minen hier stehen. Aber hier stehen natürlich keine.
Soweit hat er sich nicht vorbereitet. Das wäre Quatsch gewesen davor. Er wusste nicht, dass das hier passiert. Oh ne, er soll direkt zu mir. Gerade noch gesehen, Mann. Oh, was ein Spiel. Okay, okay. Ist noch überhaupt nicht vorbei, Leute. Ist noch überhaupt nicht vorbei. Es kommt mir vor, als spielen wir seit 60 Minuten, aber es sind erst 37. Hat's abgebrochen. Aber ich wollte eh raus und Ember scheinbar auch. So, jetzt habe ich nämlich Plate Mail. QS bringt mir vom Attack Speed und von dem ganzen Kram nämlich viel weniger als Hard. Und so mit der Plate Mail sind wir schon echt stark. Was man hätte machen können, erst Plate Mail, dann Hard. Das wäre bestimmt noch besser gewesen. Aber nicht erst QS, dann Hard, glaube ich. So. 2000 noch für QS. Wir haben fast 30 Armor. Wir haben 5500 Leben. Kompletter Tank. Wir gehen einfach auf kompletten Tank. Und wir sind auch jetzt schon richtig schwer zu töten. Richtig schwer. Ich hole mir noch die, verkauf das. Ah, ich nehme noch 2 TPs mit. So. Ach shit, die Ulti ist noch durchgegangen. Er hat sich gegraved durch die TA. Oh, er ist tot. Sie sind alle tot. Patsch zu stark. Habe ich alles allein gemacht. Ganz allein. Der Puck kriegt auf jeden Fall MVP von mir und Comment. Alter, ey. Irgendwann kommt einfach der Punkt. Na, dann ist es zu krass. Selbst mit Aegis und allem. Wir haben die TA einfach so vernichtet. Patsch ist so gut gegen TA. Das hat man ja nochmal echt gemerkt. Am Ende gibt es immer noch ein kleines Resümee, was der Ember so gemacht hat. Dadurch, dass wir jetzt auch relativ früh so dominant sind, zahlen sich eben die Items-Highfix aus. Er hat jetzt halt richtig viele Items, weil er so schnell gefarmt hat. Aber ich glaube, wäre das Spiel noch ein bisschen später gegangen, gelaufen und damit habe ich gerechnet. Dann wäre es echt übel geworden. Schönes Jules. Schönes Hex. Das war's für ihn. Aber es war auch wieder gerade so ein Kampf, ne? Keine Chrono. Irgendwie, wie es der Ember auch schon gemeint hat. Das war einfach seltsam. Es war einfach seltsam, aber es war ein richtig gutes Spiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nur so kurz gespielt haben, ehrlich gesagt. Well played, guys. The enemy's middle tower has fallen. Bin sehr bereit. Coming, friend. Nein! Jetzt ist der Untötbare wieder da. Ich muss die TA kriegen. Und ihn. Alles kein Problem. Ich bin gerootet. Noch lebe ich. Oh, keinen Hook mehr rausbekommen. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. GG, guys. Oh, jetzt können sie ihren Spaß haben. Meine Vorbereitung. Ich dachte, alle kommen mit, aber nein. Oh. Schön war's, schön war's. Wir hatten gute Spiele. Es hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil es auch so umkämpft war. Und weil viel Kommunikation geherrscht hat. Irgendwie hatte ich heute Lust, mit so ein bisschen Taktikbesprechung im Team zu machen. Mache ich auch nicht immer. Manchmal halte ich mich auch mehr raus. Gerade war ich irgendwie in der Stimmung, Leute. Ja, wie gesagt, Dienstag 17:30 kommt ein Livestream. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Toll, dass ich nichts habe. Alle sind total toll, außer mir. Ich natürlich nicht. Und trotzdem habe ich MVPs bekommen, sehe ich gerade. 2. Da freue ich mich. Guck mal, aber kein Stack. Da haben die waren echt aufmerksam manchmal, fand ich. Es war sehr, sehr cool. Ich commende auf jeden Fall den Ember. Ich commende den Puck. Und ich commende ihn. Der Duck, ich weiß ja nicht. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, komm, wir enden ihn. Ich spiele damit ja eh nicht. schön, wir haben Level bekommen. Wir haben Alter, jetzt kommen aber die Belohnungen für dieses Spiel. Hier sieht man nochmal, wie ausgeglichen das war. Wir waren ein bisschen vorne am Anfang, dann waren wir wieder hinten. Das war wahrscheinlich unsere Lane. Können wir mal auf Networks gucken. Hier sehen wir den Jug. Ist halt übelst abgegangen, aber er hatte auch ein Item-Bild, was ganz viel farmt und nicht unbedingt stark in einem Kampf ist am Anfang, ne? Battle Fury und Radiance. Sehr, sehr greedy, sehr gierig. Aber es hat funktioniert und wir haben es vor allen Dingen früh beenden können. Das war das Gute. Weil wir hätten richtig Probleme gekriegt im Late Game und wir haben deshalb auch alle kommuniziert, was machen wir Late Game. Aber irgendwie plötzlich kamen Kämpfe, wir haben einfach komplett gewonnen. Und ich glaube, das lag wirklich daran, dass wir ein gutes Timing getroffen haben. Es hat ihm eben Midgame-Stärke gegeben, ne? Ein bisschen, auch wenn Battle Fury nicht so viel gemacht hat. Wir hatten einen super guten Pack in dem Spiel, der echt viel gecarried hat. Ember hat ein paar gute Aktionen dann noch später gebracht, auch wenn er manchmal hart gehatet wurde. Und wir standen halt in der Frontline. Was soll ich sagen? Ja, wir haben auch besser
gespielt. Er hat schon recht. Ich würde es auch nicht dem Radiance zuschreiben hier. Wirklich nicht. Aber es war geil. Es war wirklich geil. Guckt mal, wir haben 800 XPM. Bei 30 Minuten ist es ziemlich viel. Wir haben auch ganz gut Schaden gemacht, tatsächlich. Und es war einfach. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Gegner waren gut so im Midgame von ihrem Positioning. Sie waren immer da, hatte ich das Gefühl. Sie waren einfach immer da. So, ne? Aber in den Late-Game-Kämpfen haben sie sich nicht so gut angestellt, fand ich da. Der Halloween-Typ hat richtig gefeedet irgendwann, ne? Ich bin immer an den Run gekommen. Ich habe den immer irgendwie abfacken können. Und sie haben mich eben auch gefokust. Auch als ich schon das Hard hatte. Und auch davor, als ich Blade Mail und Hood hatte, ne? Voll auf Tank gegangen. Und sie haben mich hart gefokust. Ach, der Bitter Soul, er ist sympathisch. So, und hier haben wir noch mal. Das wollte ich noch mal kurz gucken. Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Irgendwas wollte ich noch schauen. Aber ich hab's vergessen. Ach ja, ich wollte mal noch eine Sache gucken. Und zwar bei PlayerNet. Hier, ich wollte noch mal bei mir. Genau, ich hatte nämlich ziemlich wenig. Aber ich hatte gar nicht. Ich dachte nämlich, ich hätte weniger als der Dazzle. Aber hatte ich gar nicht. Der Dazzle hat halt auch Wards gekauft und so, muss man sagen. Wer hat denn bei denen supported? Und danach hatte ich natürlich dann viel mehr, das ist ja klar. Das hat sich ja dann geändert. Ah, der Techies hat mehr Wards gekauft als der Dazzle. Ich weiß, der Techies hat auch ganz gut gespielt. Das war so lustig, wo wir da einmal in der Mitte geholt haben. Na gut, Leute. Lasst uns Tschüss sagen. Lasst uns Tschüss sagen. Das war Patch. Ich habe schon eine Weile probiert, ihn zu spielen. Und jetzt hatten wir mal ein schönes Spiel mit ihm. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja. Ich würde euch jetzt gerne. Seht ihr, ich habe so viel jetzt in letzter Zeit gestreamt. Ich bin es gewöhnt, dass ich einen Chat habe und so ein bisschen interagiere und so ein bisschen mit Leuten rede. Jetzt hier so ganz allein fühle ich mich komplett verloren. Ne, jetzt aktuell sind ja vielleicht noch zwei Leute übrig. Ne, Spiel vorbei, Sache ist langweilig. Ich gehe jetzt, ne? Klassiker. Deshalb sitze ich jetzt hier. Jetzt kann ich eigentlich pikante Geheimnisse verraten. Aber ich sag lieber nichts.